Hey zusammen, willkommen zu einem weiteren Teil von Planet Zoo. Wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen was verändert. Ja, ich weiß, die Idee mit diesem Bambus hatte ich dann doch irgendwie verworfen. Und ja, irgendwie hat mich das doch nicht losgelassen, wie ihr seht. Und ich glaube, so kann man es auch stehen lassen. Aber das da ist ein bisschen im Weg drin. Ja. Ja, das hier habe ich jetzt ein bisschen farblich angepasst mit den Steinen hier. Weiß ich jetzt noch gar nicht genau, ob wir das so lassen sollen. Ach ja, macht ruhig Inzucht, kein Problem. Ich hätte immer noch gerne ein weißes Weibchen. Ja, so. Also auf jeden Fall die Balken hier könnten wir verändern. Oder so lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ob hier überall ringsum Glas sein soll, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, gefällt es mir ganz gut. Ja, auf jeden Fall besser. Man sieht hier noch die Überreste von meinem Bauen. Ich glaube, ich habe mir die gespeichert auch. Lassen wir es aber mal so stehen. Ich würde nämlich sagen, wir bauen jetzt mal das Häuschen für die. Ich weiß, wir waren beim letzten Mal bei den Binturongs. Oh, Moment mal, bevor ich hier was weitermache. Wir gehen mal gucken, ob die alles haben. Die sollen sich ja nicht unwohl fühlen. Oh, ein Tier ist entkommen. Wer soll das sein? Okay. Das bringt natürlich jetzt meine Pläne durcheinander. Kann es sein, dass dieses Kletterzeug zu nah ist? Schieben wir das mal ein Stück rüber. Ja, das Spiel zuckelt ein bisschen. Das sind die ganzen Besucher. Also. Und die Größe des Zoos, das es jetzt hat. Dass es jetzt hat. Ach Mensch, Maja. Gut reden ist heute wieder für Profis. Nicht für mich. Macht aber nichts. Wir kommen ja trotzdem klar. vielleicht das auch noch mal ein bisschen vor. Ah, das auch noch kurz. Genau. E-A-U. Genau. Ja, ein bisschen mehr Abstand. Oh, das war jetzt so ein bisschen viel vielleicht, aber... Na gut, na gut. Vielleicht auch hier die Stille. Hm? Wir gucken mal, wo die raus können. Hä? Wieso ist... Was denn hier passiert? So, drücken wir mal Pause und dann gucken wir mal. Ach Mensch. Aber das geht doch gar nicht. Die kommen doch da gar nicht durch. Das ist ja ein Blödsinn. Das habe ich mir natürlich nicht angeguckt vorher. Ja, nehmen wir noch ein Stück rüber. Ich meine, es ist ja nicht im Gehege. Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich nicht so anfangen hier. Ich hatte eigentlich noch was vor. Spiel. Warte mal, hier, hier, da, nee, da. Kann doch wohl nicht wahr sein. Kann das doch nicht zählen, wenn es außerhalb ist. Also jetzt reicht's aber wirklich. Hier kann ja wohl keiner raus. Na gut. Dann gucken wir mal kurz zu. Oh, sind die schön. Die will man doch gleich mit nach Hause nehmen und schmusen. Na. Ihr braucht noch ein Häuselchen. Na? Und viel mehr Pflanzen. Ich glaube, die brauchen wirklich ganz viele Pflanzen hier noch. Vor allem hier oben auch. Ein VIP-Gast ist im Zoo angekommen. Da klicken wir doch mal drauf. Wer ist denn da? Da Zeldin. Oh, da Kedin? Hallöchen.
Ja, ihr läuft weg. Was denn? Weil sie müde sind, rennen sie nach Hause. Mit allerletzter Kraft. Ja, ich nehme an, das ist wegen den Nebelpadern. Weil die angeblich ausgebrochen waren. Na gut. Gut, da waren wir mal wieder im Eingang. Oh, wie knuffelig. Und wie er da schaut, ne? Vielleicht ein bisschen so? Nee. Oh. Was ist das hier für ein Gestrüpp? Ah, das gehört zu dem Ding, oder? Ja, Tatsache. Nüsse und Fleisch ist da drin. Okay. Das ist doch ein schönes Bild. Screenshot. Ohlala. Und da wird der Kopf reingesteckt. Jawohl. Sehr süß. Gut, ja, also hier haben wir ja schon einiges an Kletterzeug gemacht, genau. Aber ich glaube, momentan kann das erstmal so bleiben, oder? Tier ist entkommen. Ach Leute, was ist denn das für ein Tag heute hier? Ja gut, bis auf die Bepflanzung geht das schon bei euch. So schlimm seht ihr nicht aus. So, ich habe hier Blümchen verteilt und die Bänke so angeordnet. Ich fand das irgendwie ganz niedlich. Und ja, der Weg passt irgendwie besser zu dem Holz und zu dem Weg, fand ich mal zumindest. Macht doch schon ein bisschen was her. So, dann fangen wir den mal wieder ein. Ich weiß ja auch nicht, was hier... Also im Moment. Ja. Ja. Also irgendwie ist mit der Glasbarriere was nicht in Ordnung, glaube ich. Vielleicht müssen wir doch eine andere nehmen. Zumindest da, wo diese Klettersachen sind. Vielleicht brauchen wir diese Betonbarriere mit Ausguck. Also mit Glasloch oder so. Wir probieren das mal, ob das funktioniert. Ich glaube, Holz könnten wir nicht nehmen, oder doch, ne? Ja, gute Frage. Können wir das nehmen? Zählt das dann eher? Weil normalerweise dürften die ja wirklich nicht da rauskommen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich selber. Null. Na Mensch. Was ist denn hier heute los? Null. Eieiei. Techniker aller 6 Monate, bitte. Zu den Elefantis. Das ist ja auch schon kaputt. Aber vielleicht interessiert es dich gar nicht. Ha? Eine Runde durchlüften, bitte. Ich verstehe. Du bist frustriert. Kein Problem. Red nicht in die Glasscherben. Ein Techniker ist unterwegs. Also, hier ist ja was los heute. Wir machen mal das Licht. Genau. Um 12 Uhr. Gut. Ja. Wir sind ja jetzt hier immer noch in dem Franchise-Modus. Haben aber von schwer auf mittel gestellt mittlerweile. Ach nee, ich muss ja hier rüber.
Nur für die, die das nicht mitbekommen hatten, wird das Wasser jetzt gereinigt oder nicht? Ah, Leute, ich kann so nicht spielen, glaube ich. Es wird nicht gereinigt. Na, wunderprächtig. Und da ist wieder einer entkommen. Gut, Leute. Ich mache hier mal einen Schnelldurchlauf daraus. Wir bauen jetzt mal im Pausemodus einen wunderschönen Unterschlupf. Ich glaube, du könntest mal hier weg, weil wir wollen dort bauen. Also ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen.
So, ihr Lieben, das hier war es jetzt erstmal. Ich glaube, das ist echt gut geworden, oder? Was sagt ihr dazu? Oh, die Maus ist irgendwie ein bisschen widerspenstig im Moment. Moment. Ja, ich glaube, das da geht. Ja, ich habe gerade die Maus ein bisschen langsamer eingestellt. Ja, also ich bin mir nicht sicher, wie so oft, ob das jetzt wirklich fertig ist. Aber ich höre jetzt mal auf. Und das Ding hier können wir, glaube ich. Nee, nicht das. Das wäre schlecht. Das auch nicht. Aber das hier können wir mal entfernen. Und ja, mal schauen, ob wir hier weiterbauen und ob das so bleibt. Die haben jetzt hier eine Reibesäule drin. Und ja, ich nehme an, die können hier vielleicht auch hin. Ja, hier oben könnte eigentlich noch Heu hin. Ja gut, hier könnte eigentlich auch noch irgendwie was hin, ne? So ringsrum. Ja, dann machen wir einfach mal noch Stroh dahin oder sowas. Ein Schnarchplatz. So, klein. Ne, nicht Position, bitte nicht. Das war eben sehr praktisch für das Glas, aber nicht für die anderen Sachen. Oh, ne, nicht zweimal. Okay, es ist nur das eine in der Gruppe, glaube ich. Naja, egal. Wir lassen das jetzt so. Gut, ihr Lieben, dann war es das jetzt mal für heute und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Szenen der Tiere. Tschüssi!